Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen den TBV Lemgo. Vor 2750 Zuschauern gewann der HC mit 31:25. Ich begrüße den Gästetrainer und bitte gleich um Statement. Ja, guten Abend. Vielen Dank. Glückwunsch an Frank und an Stefan und an Erlangen zum sicherlich verdienten Sieg. Ja, das muss ich natürlich jetzt auch erstmal verdauen. Das ist jetzt eine neue Situation, die Mannschaft jetzt auch durchlebt. Das hatten wir letztes Jahr nicht so. Und ist natürlich eine schwierige Situation. Ich denke, wir sind ganz gut angefangen mit 5-3. Haben denn aber, ich weiß gar nicht, wie lange kein Tor mehr gemacht. Und uns werfen denn diese vielen individuellen Fehler. Wir haben uns Chancen rausgespielt, haben dann auch viele, ich habe da gerade mit Frank schon drüber gesprochen, viele frei vom Tor ausgelassen, wobei einige, zwei, drei sogar neben das Tor gehen. Er sagte gerade, Katze hat gar nicht so viel gehalten. Die vielen freien rausgespielten, die gehen sogar neben das Tor. Und ja, man merkt den Druck, das geht bei einer jungen Mannschaft dann auch nicht so vorbei. Und dann hatten wir so ein leichtes Aufbäumen in der zweiten Halbzeit, wo wir dann nochmal auf 3 rankommen, aber dann werfen uns diese taktischen Undiszipliniertheiten, diese Sachen, das dürfen wir einfach nicht machen und das ist einfach zu viel denn und dann kommen wir auch nicht für einen Sieg in Frage. Ja, es geht weiter, wir müssen weiter hart arbeiten. Mal gucken, Ari Hähn ist nicht gebrochen, da sind die Bänder, Sprunggelenkbänder sind durch. Der wird uns jetzt länger ausfallen. Ja, für den Lemke konnte ich nicht mehr bringen, der hatte Krämpfe, also das Knie war in Ordnung, aber der war muskulär einfach nicht mehr in der Lage, noch weiter zu spielen und so sind unsere Wechselmöglichkeiten dann auch schon knapp. Also insgesamt kam man nicht für den Sieg in Frage, zu viele individuelle Fehler und deswegen geht dieser Sieg auch ganz klar in Ordnung. Danke. Vielen Dank, Frank. In Nürnberg ungeschlagen, wie sieht dein Statement aus? Ja, das freut mich natürlich, dass es uns wieder gelungen ist, hier zu punkten. Wir hatten heiden Respekt vor der Mannschaft von Lemgo, weil sie sich bis jetzt in der Saison wirklich extrem positiv präsentiert haben. Tempospiel und sehr, sehr schwierig zu kontrollierende Übergänge gespielt haben. Und ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Das, was meinem Kollege der Nils sehr, sehr gut angesprochen hat, in Richtung Disziplin. Wir haben heute genau die Disziplinen im Abwehrverhalten und im Angriffsspiel gezeigt, die man braucht, um so einer Mannschaft entgegenzutreten. Und was sicherlich letzten Sonntag ein bisschen ein Problem war. Wir haben die ganze Woche auch in die Richtung appelliert, den Fokus extrem in diese Richtung ein bisschen zu verschieben. Und wenn du gegen Lemgo spielst und lässt dann einfach von mir 10-mal schnelle Mitte zu und hast dann mit den Übergängen ständig Probleme, dann hast du auch keine Chance. Und ich denke, das haben wir mit harter Arbeit heute sehr gut hinbekommen und so ist im Laufe des Spiels auch eine sehr gute Chance entstanden. Wichtig war für uns natürlich auch, dass der Siggy Svensson heute von Anfang an sehr, sehr gut ins Spiel reingekommen ist Ich möchte auch dem Jonas Link ein tolles Zeugnis ausstellen heute, weil er sehr intensiv gearbeitet hat. Nach 15 Minuten hat er sogar selber darum gebeten, mal runterzugehen, weil er einfach so am Grenzen seiner Sauerstoff-Adaption einfach war. Aber ja, im Großen und Ganzen muss man sagen, freuen wir uns, dass wir dieses Spiel gewonnen haben und wir müssen jetzt aber auch einfach schauen, dass wir konzentriert weitermachen. Wir haben wieder die nächste englische Woche, wieder 2 Auswärtsspiele und da dürfen wir kein Körnchen verlieren und dürfen wir uns auch nicht zu lange jetzt irgendwie freuen oder jubeln über dieses Spiel, sondern die Konzentration gilt eigentlich schon ab jetzt dem Spiel bei den Reinickendorfer Füchse, weil es ist einfach auch wichtig, dass du in diesen Spielen auswärts vor allem auch bestehst. Ja? Es geht nicht einfach immer nur um das blanke Gewinnen oder Verlieren, sondern es geht einfach um das Bestehen und einfach dagegenhalten zu können und einfach sich einfach weiterentwickeln. Und da hoffe ich, dass wir weiterhin auf einem guten Weg sind. Danke, Frank. Stefan Adam, wie ist deine Einschätzung zum heutigen Spiel? Bitte? Ja. Ich habe es nicht geschossen. Jahrelanges Krafttraining. Ja, also ich
muss wirklich sagen, dass ich heute, man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil du, Frank, ja zu Recht gesagt hast, dass es Dienstag schon weitergeht. Und bin aber auf der anderen Seite heute wirklich begeistert, muss ich sagen, wie unsere Mannschaft sich präsentiert hat, weil wir wirklich schwierige Phasen hatten, auch uns von einer Vielzahl sicherlich von zumindest diskussionswürdigen Schiedsrichterentscheidungen überhaupt nicht aus dem Konzept haben bringen lassen, haben immer dagegen gehalten, haben immer kühlen Kopf bewahrt, haben die Ruhe bewahrt. Eigentlich alle, die auf der Platte waren, haben in dem Moment hundertprozentig funktioniert und waren hundertprozentig fokussiert. Also das war wirklich, hat heute richtig Spaß gemacht, unserer Mannschaft zuzugucken. Es war wieder eine fantastische Atmosphäre. Wird gefühlt immer besser, finde ich, obwohl man es eigentlich gar nicht mehr wirklich toppen konnte schon, was die letzten Male hier auch schon los war. Aber ich glaube, heute war wirklich jeder restlos auch begeistert und ich hoffe, dass uns noch mehr Zuschauer demnächst hier besuchen. Und ich glaube, es lohnt sich wirklich, hier in Mittelfranken sich Spitzenhandball anzugucken und sich mit dieser Mannschaft, es ist glaube ich, auch nicht allzu schwer, sich mit dieser Mannschaft zu identifizieren, die, wir haben das ja vor der Saison auch schon öfter mal gesagt, die wirklich richtig gute Typen auch hat. Und also von daher freut es mich wirklich heute sehr, dass wir uns so präsentiert haben und auch sicherlich verdient gewonnen haben. Und jetzt geht es wie gesagt Dienstag weiter in Berlin. Am nächsten Sonntag haben wir ein ganz, ganz wichtiges Auswärtsspiel dann auch schon wieder in Minden. Ich hoffe, dass auch auswärts irgendwann mal vielleicht der Knoten platzt. Und ja, ansonsten wünsche ich allen hier im Raum und auch, die uns an den Bildschirmen verfolgen, noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Danke, Stefan. Nun ist Zeit für Ihre Fragen. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Frank, ich denke, du hast deinen Kollegen überrascht, genauso wie das Publikum, dass du Sigi von Anfang an gebracht hast, der es ja auch gerechtfertigt hat. War er im Training so stark? War Nico angeschlagen? War der einer von diesen grippal befallenen Spielern? Was hat dich dazu bewogen, Sigi diesmal von Anfang an zu bringen? Das waren einfach zwei Sachen. Das eine war klar, der Nico war ein bisschen angeschlagen, aber der Sigi hat seit Wochen im Training einfach sehr, sehr gut gearbeitet und das hat sich einfach angeboten heute. Gerade mit diesem Deckungssystem von Lemgo, so eine Pseudo 5-1, weil sie dann einfach nach Übergängen sich sehr schnell nach hinten zurückziehen und da einfach ein schnelles Spiel dann auch sehr wichtig ist, und vor allem in die Breite. Und er hat es gut gemacht, war genau der richtige Mann heute für die Situationen und ich hoffe, dass er ihnen das auch weiter Schwung gibt und dass er sich dann hier einfach noch besser einfach zurechtfindet und wohlfühlt. Christoph Benisch, Nürnberger Nachrichten. Frank, die Spieler haben gesagt, es war ein weiterer großer Schritt nach vorne, nach oben. Wie viele Schritte sind da noch möglich oder war das schon ein Limit heute, was die Mannschaft bieten kann? Also ein Schritt ist erst dann getan, wenn man ihn stabilisiert. Da gibt es ja in der griechischen Mythologie einen Sisyphus, der immer hochgekrabbelt und wieder runtergefallen ist. Letzte Woche ist immer schön hochgekrabbelt gegen Gummersbach und dann schön auf die Fresse geflogen. Wenn ich mir so anschaue, wie einfach ein anderes Bild dieser Mannschaft dann da war, Balingen-Wallstätten. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass wir uns auf einem gewissen Niveau stabilisieren, sonst hast du in dieser Liga keine Chance. Und das muss man sehr schnell einfach realisieren. Es kann nicht sein, dass wir jetzt uns feiern wie die Weltmeister, sondern es war ein toller Schritt. Die Mannschaft wurde belohnt für die Arbeit dieser Woche und nicht mehr und nicht weniger. Ja, das muss jedem klar sein. Und da müssen wir, denke ich, auch in puncto professionelles Denken und professionelles Umgehen mit diesen Dingen einfach nochmal einen deutlichen Schritt weitergehen. Stufen haben wir dann erklommen, wenn wir sie stabilisieren. Sonst ist erstmal gar nichts. Weitere Fragen? Herr Ries, nehmen Sie bitte das. Bitte das Mikrofon. Entschuldigung. Was wäre die Option gewesen, wenn Basti Preis kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit seine dritten zwei Minuten bekommen hätte? Gut, der Stanko stand ja Gewehr bei Fuß. Und Stanko war ja auch die ganze Woche auch krank. Deswegen habe ich mir einfach die Option offen gelassen. Aber klar,
dafür haben wir ja so einen Mann auch verpflichtet, um gewappnet zu sein gegen solche Situationen. Und wir haben das einfach auch riskiert. Wir haben ihn dann stehen lassen, obwohl er zweimal zwei Minuten hatte. Und im Endeffekt ist es gut gegangen. Radio Lippe, bitte. Ja. Nils, so bitter das auch klingt, oben auf der Pressetribüne war man der Meinung mit der Aussage, mit einer solchen Leistung bleibt der HC Erlangen in der Liga und in einer solchen Form steigt der TBV ab. Kannst du damit einhergehen? Das ist natürlich jetzt echt früh. Ne? Also das habe ich schon vor dem Spiel gesagt. Also da, hier wird ja nicht jetzt über Abstieg und Nicht-Abstieg entschieden. Also wenn man dieses bloße Spiel jetzt betrachtet, haben wir nicht gut gespielt und Erlangen war besser, das auch verdient gewonnen. Aber jetzt zu sagen, wir steigen ab. Also das finde ich jetzt erstmal zu früh. Das ist eine schwierige Situation für uns. Das wissen wir alle. Wir müssen jetzt hart arbeiten, weitermachen. Köpfe wieder hoch und es muss ja weitergehen. Ne? Also wir werden auch wiederkommen. Was muss denn jetzt passieren bei euch? Ja, das sind ja diese, ich werde jetzt mit der Mannschaft das analysieren. Wir müssen eine kompakte Deckung hinkriegen. Es sind einfach zu viele Undiszipliniertheiten heute geschehen, was mir nicht gefallen hat und was ich auch natürlich scharf ansprechen werde. Und wenn wir das abstellen, wir haben halt noch zu viele Schwankungen in unserem Spiel. Und das müssen wir jetzt halt, da müssen wir dran arbeiten und dann geht es weiter. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir gegen Magdeburg so utopisch ich das jetzt anhört, aber da müssen wir zusehen, dass wir da punkten. Und es geht ja immer weiter. Und das ist nicht unrealistisch und wir verlieren auf keinen Fall den Glauben. Das wäre fatal. Aber ist ja klar, dass jetzt solche Sachen jetzt ja aufkommen und wir werden aber alles dafür tun, das nächste Spiel zu gewinnen. Auch wenn du nicht dran glaubst. Wir werden nicht überraschen. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Einen Moment. Ja, Frage. Auffällig war die Vielzahl der Zeitstrafen, unabhängig davon, ob die ein oder andere berechtigt war oder nicht. Scheinbar konnte Lembo die Zeitstrafen nicht ausnutzen, um dementsprechende Tore zu erzielen. Könnte sich das in einem anderen Spiel rächen, beziehungsweise wie diese Vielzahl vermeiden? Ich bin ein bisschen überrascht insgesamt über diese Schärfe der Diskussionen hier. Also wenn ich mir die Spiele von Lemgo in der Saison anschaue, das ist eine Mannschaft, die einen sensationellen Handball spielt und gerade in Überzahlsituationen wirklich sehr, sehr gute Lösungen findet. Und auch in heute uns da dementsprechend auch unter Druck gesetzt hat. Ich bin sehr überrascht, dass hier so eine Schärfe in so eine Diskussion reinkommt. Wenn ich mir die Spiele anschaue, gerade gegen THW Kiel, da ist der wie in der Abwehr gestanden, die haben überhaupt keine Lösungen gefunden. Ja, überhaupt keine Lösungen gefunden. Und auch diese Situation in Melsungen und auch die anderen Spiele. Reinickendorfer Füchse, das hat man sehr, sehr unglücklich verloren. Ja? Sehr, sehr unglücklich verloren. Und da muss man zu so einer jetzigen Phase so nicht solche Diskussionen führen, in meinen Augen. Ja, darum, ja? Wie wir die Zeitstrafen verleihen. Nein, ich meine, wir sind nicht nervös geworden. Ich fand, in diesem Spiel sind überdurchschnittlich viele Zeitstrafen gegeben worden. Und es war mit Sicherheit kein Spiel für Raubeine, sondern die Mannschaften sind sehr fair miteinander umgekommen, haben meiner Ansicht nach wirklich versucht, jede Mannschaft für sich, sagen wir, konsequent Abwehr zu spielen, aber die Zeitschwankungen drücken überhaupt nicht aus, wie dieses Spiel geführt worden ist. Weil das waren ja teilweise Zeitstrafen, also ich muss sagen, ich wusste zum Teil auch nicht warum. Ja, okay. Ja heutzutage unser Spiel, das ist ja das Problem. Unser Spiel ist heutzutage ausgelegt im Training ständig 6 gegen 6. Ja, und wie viele Minuten spielt man denn wirklich 6 gegen 6? Ja, permanent ist 6 gegen 5, 5 gegen 6, 4 gegen 6. Und da ist einfach wichtig, und da hat mein Kollege ja schon angesprochen, da ist ein ganz entscheidender Faktor Disziplin. Und ich glaube, unsere Mannschaft hat heute in diesen Unterzahlsituationen sehr, sehr diszipliniert gespielt. Sie hat einfach mal riskiert, lieber mal einen Zeitspielpfiff zu bekommen und hat nicht den Ball immer sofort drauf gejohlt. Und das ist so ein kleiner Schritt in diesem Spiel gewesen.
Und da muss man auch weiter dran arbeiten. Aber man braucht nie glauben, wenn man einem Spiel das so gelöst hat, dass man es im nächsten wieder anders lösen kann. Gerade Überzahl, da ist man irgendwann total happy. Ja, wir haben 6 von 7 Überzahlsituationen positiv gelöst. Im nächsten Spiel machst du die gleichen Menschen, die gleiche Situation und du gehst mit 3-7 raus. Ja. Und ja, heute war es der Fall für uns. Aber wir müssen zeigen, jetzt am Dienstag in Berlin, dass wir nervlich und von allen Situationen genau mit der gleichen Konsequenz und Konzentration da rangehen, weil sonst kriegst du die nächste Packung und müssen wir wieder 4 Tage diskutieren hier. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Geht dann. Ich denke, das war ein passendes Schlusswort. Wir wünschen unseren Gästen eine gute Heimfahrt und allen noch ein schönes Wochenende. Das nächste Heimspiel ist am 25. gegen Hannover. Vielen Dank.